Heute haben wir gleich zwei Pakete. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ihr habt es schon gesehen, heute haben wir zwei Pakete zum Auspacken. Beide kommen von HomeSpot Digital und beide haben was mit Bluetooth zu tun. Und wir beginnen einfach mal mit einem Päckchen, packen es aus. Hier steht schon drauf, was drin ist. Ein Long Range Bluetooth Receiver, also ein Bluetooth-Empfänger, mit dem man auch Geräte, die eben keinen Bluetooth-Empfang eingebaut haben, wie eure alte Stereoanlage zum Beispiel, Bluetooth-fähig machen kann. Und dann könnt ihr auch an alte Anlagen oder Boxen, die kein Bluetooth eingebaut haben, dann direkt hinstreamen von eurem Smartphone zum Beispiel. Praktische Sache, schön, dass es so etwas gibt. Und ihr seht, ich bin schon am Auspacken. Wir schauen mal, was wir hier noch alles finden im Paket. Und da ist eine ganze Menge an Kabellage noch drin. Heieiei. Ich packe einfach mal alles aus und dann schauen wir einmal rundherum. Und das ist kein deutscher oder europäischer Stecker auf jeden Fall. Schade, aber egal. Packen wir schon. Also dann noch hier die Anleitung und Paket Nummer 1 ist damit leer. Und wir schauen einmal kurz in die Anleitung rein. Dort sehen wir schon Micro-USB-Kabel, 3,5 mm AUX-Kabel, RCA-Audio-Kabel, ein optisches Audio-Kabel, Antenne, Adapter und das eigentliche Gerätchen ist mit drin. Hier sehen wir nochmal, wie wir hier das Ganze anschließen müssen und wie es dann an die Lautsprecher angeschlossen wird. Okay, soweit. Schauen wir mal das eigentliche Gerät mit Schutzfolien. Einmal oben, einmal unten. Und so sieht das Teilchen aus. Oben glossy, glänzend in Glanzlack-Optik. An der Seite haben wir tatsächlich Metall, einmal rundherum. Auf der Rückseite haben wir die ganzen Anschlüsse, einmal koaxial, einmal optisch. Das ist für die Antenne. Hier kann man Bluetooth ein- und ausschalten, ein Knopf, AUX und der Micro-USB-Eingang für die Stromversorgung. Unterseite mit ein paar kleinen Gummistandfüßen und das war es im Prinzip schon. Ich schraube direkt mal hier die Antenne an. Die wird dann einfach nur aufgesetzt und einmal festgeschraubt. So, na, am besten so rum, geht einfacher. So, dann haben wir hier schon mal eine ordentliche Antenne. Schaut euch das mal an. Also, ich glaube, damit kann man schon einiges erreichen. Dann haben wir noch die Kabel natürlich. USB auf Micro-USB-Kabel. Dann die Koaxialkabel zum Anschließen. Also der eine hier, der hier hinten dann in das Gerät reinkommt. Und, drin ist der. Und die beiden hier kommen dann an eure Lautsprecher zum Beispiel oder an eure Anlage oder je nachdem, wo ihr das Teil dann dran anschließen wollt. Dann haben wir hier nochmal unser optisches Audiokabel, was dabei ist. Und natürlich standardmäßig unsere 3,5 mm Klinkenbuchse, Kabel natürlich. Und ja, schön, dass sie ein Netzteil hier mitliefern. Schade, dass es eher für den amerikanischen Markt wohl gemacht ist. Aber egal, ich kann es ja auch sonst wo anschließen. Schauen wir noch mal kurz auf die Stromversorgung. Was haben wir denn hier? 5 Volt, 1 Ampere, also so ein Standardnetzteil. Da könnt ihr auch das vom iPhone benutzen oder irgendeins, was ihr nachkauft. Oder wie in meinem Fall, ich werde einfach hier gleich das Ganze an eine Powerbank anschließen. Aber bevor es soweit ist, stellen wir hier mal alles einmal auf die Seite, denn ich packe direkt unser zweites Päckchen noch mal mit aus, denn dort ist dann nicht ein Empfänger drin, sondern hier haben wir einen Sender, einen Bluetooth-Transmitter und der ist eigentlich nur dafür da, um eure Bluetooth-Reichweite zu vergrößern. So standardmäßig hat man ja 10 Meter Reichweite heutzutage mit Bluetooth-Standard. Ah, übrigens, Bluetooth-Standard 4.1 ist hier überall und natürlich abwärtskompatibel bis Bluetooth 2.1, glaube ich. Und auf jeden Fall könnt ihr die Standardreichweite von 10 Metern hiermit bei diesem Sender vergrößern auf bis zu 80 Metern. Natürlich unter Optimalbedingungen, wenn man jetzt draußen ist, wenn ihr drinnen seid und habt Wände dazwischen, dann wird es auf jeden Fall weniger sein, davon kann man ausgehen. Aber immerhin mehr als die 10 Meter sollten doch hier auf jeden Fall drin sein. Und bei dem Empfänger kann man bis auf 50 Meter kommen, statt auf die standardmäßigen 10 Meter, die man dort bekommt. So, schauen wir mal. Long Range Bluetooth Transmitter.
Gleiches Schema, hier wird nochmal kurz erklärt, was alles so mit eingebaut ist. Das hier ist auch eine wichtige Sache oder eine gute Sache, aptX-Mode. Also da habt ihr, gerade wenn ihr Android-Geräte benutzt, die unterstützen diesen aptX-Mode besonders guten Klang. Und aptX-Low-Latency-Mode, dass ihr da auch keine Verzögerung drin habt. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man sich irgendwas anschaut. Einen Film, eine Serie und der Mund bewegt sich und 2 Sekunden später habt ihr den Ton dann im Ohr erst. Das ist auf jeden Fall nichts, was man haben will. Und das ist hiermit dann auch hoffentlich vermieden. So, die kleine Box sieht im Prinzip genauso aus. Hier unten haben wir dann Transmitter dran, stehen auch wieder hier diese Metallummantelung an der Seite, oben glossy, unten Standfüße, hinten nochmal die Anschlüsse, koaxial, optisch, Antenne, Bluetooth, AUX und der Eingang für den Strom. Gleiches Netzteil, leider mit dabei, das ich jetzt so nicht gebrauchen kann. Dann nochmal USB auf Micro-USB-Kabel, Koaxialkabel, 3,5 mm AUX-Kabel, ganz normal. Unsere Antenne, gleiche Länge und das optische Kabel. So, genug ausgepackt. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Und ich beginne hier mit dem Receiver. Den werde ich nämlich mal hinten an meine Boxen anschließen. Das sind ganz normale Standardboxen. Die können also kein Bluetooth, kein gar nichts. Und dann will ich mal sehen, ob das hier funktioniert mit dem Empfang. So, da sind wir und hier unten habe ich die Box, die ich anschließen will. Ignoriert den schönen Kabelsalat hier hinten bitte. Hilfe, da kommt schon alles raus. Hier haben wir unseren Receiver und da stecke ich jetzt noch hier das 3,5 mm Klinkenkabel rein. Wenn ich es denn hier irgendwie bekomme, da ist es. Hat eben noch im Raspberry Pi gesteckt. Jetzt stecken wir es einfach hier hinten in den AUX-Eingang rein. Und das sollte es doch schon gewesen sein. Ich Box natürlich noch einschalten und dann schauen wir mal, ob das richtig funktioniert. Ich lasse es einfach jetzt hier mal so hängen. Ist ja egal, wie es aussieht. Es soll ja nur funktionieren. Und dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert mit dem Pairing, mit dem Verbinden. Bluetooth ist eingeschaltet. Ich halte jetzt hier die Bluetooth-Taste kurz gedrückt. Dann sollten wir in den Pairing-Modus kommen. Den sollte man sogar hören. Ich mache mal ein bisschen lauter. Hört mal her. Pairing. Da hat man es gehört, Pairing, und hier haben wir es stehen, HomeSpot Long Range RN60, das ist er, und das war's schon, klingt so, als wären wir verbunden, sehr schön, dann spiele ich doch einfach mal was Schönes hier ab, und wir hören mal rein. Ich verlinke ich euch nochmal. Das habe ich hier schon umgebaut. Gefällt mir echt immer noch gut. Funktioniert einwandfrei. Das ganze Telefon funktioniert einwandfrei. Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte man denn hier dran noch zum... Jo, also funktioniert auf jeden Fall mal. Ich werde es jetzt mal laufen lassen. Also ich laufe einfach mal weg, so weit weg wie möglich. Und wir schauen mal hier in der Wohnung, ob das dann überall noch Empfang hat, wenn ich auch in die entfernteste Ecke laufe. Aber dafür lasse ich euch das Mikrofon mal hier. Und verschwinde mal kurz mit Play. So, da bin ich wieder. Also ich war jetzt wirklich in jeder Ecke hier in der Wohnung, also in der entferntesten, so weit weg wie es ging. Und man hat es ja gehört, hier die Verbindung, die ist nicht abgerissen. Es gab kein Hakeln, kein Stottern, hat alles perfekt funktioniert. Von daher kann ich sagen, das hier mit dem Empfänger, das läuft auf jeden Fall, hat auch die Möglichkeit natürlich, dass der sich automatisch nochmal verbindet. Das heißt, da muss man nicht jedes Mal pairen, wenn man da reingeht. Also der Receiver, der hat schon mal gepunktet, aber jetzt schauen wir uns nochmal den Sender an. Kommt mit rüber. Und zum Testen der Reichweite des Empfängers habe ich hier schon mal einen Bluetooth-Lautsprecher mir zur Seite genommen. Und wir schließen aber erstmal hier hinten die Antenne natürlich an. Ohne Antenne läuft hier gar nichts und da bin ich mal gespannt. Ich weiß ja, wie weit hier in meiner Wohnung so die Reichweite ist. Wenn ich hier im Büro was habe und gehe dann an die entfernteste Ecke der Wohnung, dann hakelt es da manchmal schon. Ich bin gespannt, das dürfte ja jetzt hiermit nicht der Fall sein. Einmal kurz den Strom noch anschließen. Wie rum geht's rein? So rum geht's rein. Und auch hier haben wir dann direkt schon mal die LED-Beleuchtung an der Oberseite. Da sehen wir, Strom ist also drauf und ich werde ein Smartphone benutzen. Per Klinkenkabel das Ganze verbinden. Einmal hier rein und dann nochmal hier ins Firephone rein. Denn das hat noch so einen schönen Kopfhörereingang. Ist ja gar nicht mehr so leicht zu finden heutzutage. Und dann bin ich mal gespannt, wie das mit dem Pairing funktioniert. Ich schalte den Lautsprecher einfach mal ein und vermute, ich habe nichts gelesen. Ich drücke einfach mal hier hinten den Knopf und dann wird er sich automatisch koppeln. Hoffentlich. Ich bin gespannt. Wir warten kurz ab. Jawohl.
Da hat es gepiepst und hier haben wir ein kleines Blinke-Konzert. Und wenn ich jetzt hier mal auf Play drücke und es funktioniert, also Pairing war wirklich ganz einfach. Pairing-Modus beim Gerät, beim Sender einschalten, Pairing-Modus beim Empfänger einschalten und die Koppelung hat automatisch stattgefunden. Ich mache mal etwas lauter, dass man das besser hören kann. Licht an für die Operation gleich. Also habe ich das Teil bestimmt, da hört ihr es direkt aus China. Und jetzt machen wir einfach mal den Test. Ich lasse das alles hier stehen, das Video hier laufen. Und wir gehen mal in die am weitesten entfernte Ecke, wo ich normalerweise Probleme schon habe mit dem Bluetooth-Empfang und schauen mal, ob hier noch ein sauberer Ton ankommt. Kommt mit! Oh, und da haben wir schon Abbrüche und Hakler und wir sind noch gar nicht so arg weit weg. Also das ist aber jetzt... Dieses Umbaupaket gibt es aber auch nicht so besonders. Und das iPhone. Und hier sind wir jetzt an der am weitesten entfernten Ecke. Und wie man hört gar nichts mehr. Der Ton ist weg. Also das ist jetzt aber enttäuschend. Gehen wir noch mal etwas näher darauf zu. Mal schauen, wann der Ton wieder kommt. Dafür müssen wir hier unten und die erst beiden jetzt Loopschrauben einmal losschrauben. Und erst jetzt hat er sich wieder gekoppelt. Ich versuche es nochmal, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja eine echt schwache Leistung, da braucht man gar keinen eigentlichen extra Sender für. Also wir versuchen es nochmal. So, jetzt bin ich aus dem Büro draußen. Wir gehen mal durch den Flur, alles läuft noch. Und dann sieht man, dass dort schon eine kleine Lücke hier entsteht. Und da beginnt es schon zu hakeln wieder. Also das ist jetzt keine besonders tolle Sache. Und wenn ich noch etwas weiter nach hinten gehe, dann haben wir gleich... Na, jetzt geht's noch. Aber ist... Ja, wir haben schon wieder Aussetzer. Mann, das ist aber nicht so toll. Jetzt gehe ich nochmal in die entfernteste Ecke, die wir haben. Und Ende, Verbindung ist unterbrochen. Also das finde ich jetzt aber nicht so toll. Also der Empfänger, der hat richtig gut funktioniert, aber hier für den Sender, also so eine wirklich tolle, bessere Leistung kann ich hier nicht feststellen. Aber wir werden einfach mal jetzt eins probieren. Und zwar werde ich jetzt mal, erstmal das Video anhalten, werde ich jetzt mal ganz normal hier mit dem Smartphone nur koppeln, ohne diesen extra Sender und wir schauen mal, wie weit wir uns dann entfernen können. So Leute, wir haben jetzt gekoppelt direkt Smartphone zu Lautsprecher und machen den gleichen Test nochmal und ich bin gespannt, wie jetzt hier die Reichweite ist. Wir gehen also erst nochmal aus dem Büro raus und wir sind am Ausgang des Büros und der Empfang ist immer noch einwandfrei. Gehen wir mal raus, weiter zurück bis an den Ende des Flurs und ihr hört keine Aussetzer, doch. Da war es weg. Ah, jetzt haben wir Aussetzer. Also am Ende des Flurs ist jetzt schon gar nichts mehr. Und ich gehe nochmal weiter zurück. Noch weiter zurück. Und jawohl, jetzt haben wir... Okay, die Sendeleistung von dem anderen Empfänger, von dem anderen Sender war doch besser als jetzt hier mit dem Standard-Smartphone. Denn hier kommt schon gar nichts mehr an. Und an der entferntesten Ecke, die wir hier jetzt haben, da kommt auch null an. Also immerhin, naja... Etwas besser war es schon, allerdings habe ich mir, wenn ich ehrlich bin, ein wenig mehr erhofft davon. Aber naja gut, wenn ihr ein bisschen mehr Empfangsleistung braucht, ein bisschen mehr Sendeleistung braucht, ein bisschen mehr Reichweite, dann könnt ihr euch den Sender hier auch gerne nochmal dazu nehmen. Also er funktioniert schon, nur man sollte sich nicht allzu viel davon versprechen. Der Empfänger hingegen, der hat sehr gut funktioniert. Also wer nochmal irgendwie seine alte Anlage fit machen will dafür oder irgendwelche Boxen hat, die er anschließen will. Das hier kann ich euch bedenkenlos empfehlen. Von dem Teil bin ich ein klein wenig enttäuscht. Egal, ihr findet beide Links zu den Geräten hier unten in meiner Videobeschreibung. Jedes Gerätchen kostet so um die 50 Euro bei Amazon und damit kann man also sein Bluetooth-Portfolio, seine Reichweite und etwas die Performance verbessern bei dem Empfang und beim Senden von Bluetooth ab Bluetooth 2 bis 4.1. Und das wäre es gewesen, Leute. Ich muss jetzt hier mal den ganzen Kabelkram wieder aufräumen und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut! Hi, ich bin Luis.
und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.